Hi allerseits, ich bin The Joecraft, Content Creator und auch sehr zufriedener Hetzner-Kunde. Und meine Community hat sehr, sehr viele Fragen an Hetzner. Und du bist Robert? Genau, ich bin Robert, ich arbeite hier im technischen Support. Ja. Und ich bin quasi dafür zuständig, wenn ein Kunde hier Probleme hat, entweder per Telefon oder per Mail quasi ihm da zur Seite zu stehen. Das heißt, wenn ich jetzt den Kundensupport von Hetzner anrufen würde, könnte es sein, dass dein Telefon klingelt? Genau, also du rufst dann quasi direkt hier bei mir an. Okay, cool, dass du jetzt direkt da bist, denn einige Fragen habe ich. Mhm. Es geht direkt los, wir sind hier im Serverbau. Mhm. Ihr baut ja eure Server selber. Warum? Ganz einfach, weil Hetzner macht gerne alles selber. Ja. Also wir versuchen alles von uns abzustimmen oder für uns abzustimmen. Das heißt, die Server werden von uns eigenentwickelt, die Racks werden eigenentwickelt und auch die ganzen Datacenters, die du siehst, ja, werden alles selbst gebaut. Und dadurch haben wir eine riesige Effizienz und Kostenersparnis. Ja. Und das wollen wir natürlich auch an die Kunden weitergeben, ne? Also das Preis-Leistungs-Verhältnis quasi. Ich finde persönlich auch aus Kundensicht, genau das ist das Coole, was Hetzner ausmacht. Ihr habt echt ein super geniales Preis-Leistungs-Verhältnis und dann sieht man quasi, selbstgemacht ist am besten, was? Genau. Und wenn ich jetzt so einen Server bestelle, was ist das Leistungsstärkste, was ich bekommen kann bei euch? Das kommt nochmal drauf an, was du haben möchtest. Ne? Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Server mit einer Grafikkarte haben möchtest, dann wäre zum Beispiel der GX130 der beste, mhm, den wir aktuell anbieten. Sag mal, du möchtest einen mit sehr vielen Kernen haben, die aber auch effizient sind. Dann wäre zum Beispiel die RX-Reihe, mhm, mit den ARM-CPUs etwas für dich. Manche wollen Intel-CPUs, manche wollen AMD-CPUs. Ne? Da hat man dann entweder den AX162, mhm, oder unsere EX-Server. Das heißt, bei Hetzner gibt es nicht einfach nur einen Server, den man sich konfigurieren kann, sondern ihr habt verschiedene Modellreihen und erfüllt quasi damit verschiedene Anforderungen, genau, für das. Also wir haben quasi eine große Produktpalette, die, ja, für Einzelkunden oder auch für größere Betriebe geeignet ist. Und wenn ich so einen Server bestelle, dann wird er ja direkt hier gebaut. Ihr baut ja regelmäßig Server. Man sieht ja die ganze Zeit, hier ist Betrieb. Wie, ja, viele Server habt ihr denn dann insgesamt? Also an Root-Servern haben wir ca. 414.000 Server schon. Wow. Und an Cloud-Server knacken wir, glaube ich, bald die 900.000. Das heißt, über eine Mille Server mal auf die ganzen Datacenter von Hetzner verteilt. Ja. Wahnsinn. Das ist ganz schön viel. Okay, krass. Jetzt befinden wir uns ja mal gerade in einem Datacenter und da kriegt man auch so ein bisschen mit, was für eine Größenordnung das Ganze ist. Mhm. Und wenn man mal überlegt, wie viele Server ihr habt und dass in diesen Servern ja wahrscheinlich auch noch mehrere Festplatten drin sind, das sind ja super viele Festplatten. Gibt es, mhm, da eigentlich auch Festplattenausfälle? Na klar, also die halten ja nicht ewig. Genau. Wir haben so roundabout, sage ich mal, 9.000 bis 15.000 im Monat, die als defekt markiert werden. Ne? Ja. Klingt jetzt erstmal viel, aber die werden erstmal noch getestet. Ne? Und da entscheidet sich das dann immer. Ne? Also wirklich Defekte, die werden dann geschreddert. Ja. Welche, die noch Garantie haben, gehen natürlich zum Hersteller zurück. Oder die sind doch nicht defekt, dann werden die natürlich wieder weiterverwendet. Sehr cool. Ja, fragile Festplatten, das ist ja, glaube ich, eine schwierige Sache. Ja. Und wenn wir da eh schon von Ausfällen reden, das war auch eine Frage aus der Community, mhm, passiert es eigentlich mal, dass es hier einen größeren Ausfall gibt? Und wie sind so eure Uptime-Statistiken? Also einen Ausfall haben wir zum Glück noch nicht. Okay. Das liegt daran, dass wir sehr groß vorsorgen, also an verschiedenen Punkten. Zum einen haben wir eine redundante Stromversorgung hier. Ne? Gehen wir davon aus, diese redundante Stromversorgung fällt auch aus. Haben wir eine Batterieanlage, die in jedem Datacenter ist. Ja. Und die schaltet sich in Millisekunden dazwischen, sodass der Server an sich gar keinen Unterschied merkt. Und derzeit läuft ein Dieselgenerator an, der dann, sobald der quasi warm gelaufen ist, übernimmt. Und dann kann der mehrere Tage hier im Rechenzentrum problemlos betreiben. Wahnsinn, so viele Stufen der Absicherung, ja, aber krass auch zu sehen, was für ein Aufwand ist es dann, so ein Datacenter zu betreiben. Ja, also ich würde mal sagen, es kommt immer auf das Produkt an, aber wir haben so eine Uptime-Statistik von über 99,9%. Stark. Und wenn wir jetzt in so einem großen Datacenter sind und über Ausfälle reden, dann gibt es ja unabsichtliche Ausfälle und absichtliche Ausfälle, also Cyberattacken. Seid ihr davon betroffen? Was macht ihr da? Gibt es da was? Also natürlich sind auch unsere Kunden leider davon betroffen. Ne? Das ist bei jedem Rechenzentrum so. Ja. Wir schützen unsere Kunden damit, dass wir eine automatisierte DDoS Protection haben. Okay. Jeder Server, den du hier siehst, hat die automatisch. Also er muss kein Add-on dazu buchen oder so. Und sobald eine Attacke erkannt wird, ne, je nachdem was es ist, ne, UDP-Attacken, TCP-Syncfood-Attacken oder DNS-Reflection-Attacken, egal, also die werden alle rausgefiltert quasi. Und dadurch können wir einfach einen hohen Schutz an unsere Kunden. Also gerade von innen war das ja schon gigantisch. Aber wenn man jetzt mal von draußen guckt, wie viele DCs das sind, das ist gigantisch groß. Mhm. Wie sieht das eigentlich mit eurem Stromverbrauch aus? Der müsste doch auch gigantisch groß sein, oder? Ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Aber ungefähr kannst du damit rechnen, dass wir den Stromverbrauch von der Stadt, die zwischen 50 und 100.000 Einwohner hat. Das ist viel, krass. Nicht, ja? Aber gut, ihr habt ja auch irre viele Server und das Ganze ist halt die Energie fürs Internet, ne? Genau.
Okay, und was den Zuschauern auch bei den Fragen wichtig war, Stichwort erneuerbare Energien. Man sieht da eine Photovoltaikanlage. Wie sieht das da bei euch aus? Genau, also das ist jetzt quasi ein Testprojekt von uns, weil wir 100% erneuerbare Energien haben wollen, ja, ne, und immer nachhaltig arbeiten wollen. Und da setzen wir zum einen auf Solarenergie oder, da das natürlich nicht ausreicht für diese ganzen Server, auf Wasserkraftenergie. Und ihr bezieht aber schon 100% aus Wasserkraft, ne? Genau. Stark. Ja, Robert, vielen herzlichen Dank für diese wunderschöne Tour hier. Gerne doch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und man hat wahrscheinlich noch 1000 mehr Fragen. Wo kann man denn da nochmal nachgucken? Also entweder schaut ihr auf unserer Webseite nach oder ihr gebt Kommentare unten in die Kommentarbox, die wir auch gerne beantworten. Sehr nice. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.